Hi. Aaron Offlake. Wonderful. I'm smoking this in my Bartoli. Italian pipe firm. Beautiful tobacco out of a beautiful pipe. Enjoy this very much. So, cheers. Scottish whisky from Ireland. Kilbeggan. Some lower priced whisky, but very mellow, very nice, very nicely done. About the same class like, about the same class like Famous Grouse, which is a Scotch whisky from Scotland, which is in Scotland the most drunk whisky, consisting of 70% McAllen. It's not a single malt, it's blended. But it's wonderful, I love it. It's a nice all day whisky. All right, why I'm here. The reason why I'm here is, this is my contest drawing for my 700 subs contest. I will do this in two languages. Gary, if you're watching, I know you like that. Ja, dasselbe auf Deutsch. Trinke erstmal auf ein schönes neues Jahr für euch. Ne? Einen schottischen Whisky aus Irland. einen Scotch Whisky aus Irland in Kilbeggan. Ähnlich wie Famous Grouse. Nur ein kleines bisschen teurer. Aber nicht unwesentlich besser. Also aber nicht wesentlich besser. Das würde ich jetzt nicht sagen. Die sind etwa in einer Qualitätsstufe. Ein All-Day Whisky. Nichts Besonderes, aber sehr angenehm. Sehr angenehm. Gut gemacht. Und bei Famous Grouse muss man sagen, der ist tatsächlich zu 70% aus McAllen. Das ist ein Blended Whisky. Also das, was wir vielleicht bei dem Tabak, ja, blended eben. Ne? Eine Mixtur. Kein Single Malt. Okay, right, I'll switch over to English again. This is my 700 subs contest drawing video, and I'm really happy for all the people sub to my channel and watching my videos, watching my music videos, and watching as well my till now my one video about diving, watching my travel videos and my travel greetings, and of course my pipe videos, and I'm really happy about that, I appreciate that. Ich sage das jetzt auf Deutsch weiter. Dieses ist mein 700 Abonnenten Wettbewerbsvideo. Ja, ich veranstalte einen Wettbewerb. Ich habe tatsächlich jetzt 700 Abonnenten und ich dachte, das wäre mal Zeit, euch zu danken. Dafür, dass ihr euch meine Videos anguckt. Meine Musikvideos, meine Pfeifenvideos. Ich habe auch ein Tauchvideo drin und meine Reisegrüße. Ja, ihr seid mir da sehr treu und das möchte ich jetzt gerne belohnen. Right, again in English. What is to win? I've got three packages. I've got three packages. Now I'll show you the first package. The first package is consisting of one pipe, two, and you can choose between one of these two. This is the Latakia, well, called Perfection, Perfection, a seven to go with. Well, it's a Latakia mixture, manufactured in Kendal, Cumbria, England. And this is McBaron Navy Flake, well, Virginia Burley
And I think Kentucky is in. Is there good Kentucky in there? A slight bit of black Cavendish. Well, this is not really flavored. This is a very, very Virginia dominant. Virginia and barley dominant. So you can choose between one of these. And you can choose between one of these. This is a 9mm filter. I do this for the German people who prefer 9mm filters. This is a 9mm filter couple pipe, which I put, which I rusticated myself. To be honest, to hide the spots. And I had to lengthen the filter chamber with a thrill in here, but it works fantastically. I made myself a new mouthpiece of it. I bought a mouthpiece and fitted it in the Maltese. And it's a 9mm filter, filtered pipe of Capo. Nothing special, but it works. It works fantastically. And for if someone out of America maybe wins, you could choose this one as well. This is a Lorenzo. Lorenzo Rosso, it's a bent Dublin, and it's non-filtered. So if you prefer a non-filtered, you would choose this one. If you prefer a 9mm filtered, you would choose this one. So you could choose between one of these or and one of these. Navy Flake and Perfection, so we go. Plus, if possible, I will send you one box of matches. Pipe matches. I don't guarantee that this is legal. I've got to make sure of this before. I don't know. It depends on where I've got to send it to. Yeah? So if possible, I will put this into there. So, again, part two, matches, one of these or one of these. That's the first price. The second price is this Germain's special Latakia flake, 50 gram tin. Well, and you can choose between these two. This is non-filtered, this is filtered. This is a Georg Jensen pipe of Denmark. This is one of the trash can pipes, maybe you remember. And this is I think it's a Hilsen, I don't know. No, it's something different. To be honest, I don't know. I don't know the firm. But it's very well done. It's got a nice thrill. And it's got a very good interlocking. And I refurbished this pipe. This is not of the trash can pipes, but anyway, this is without filter, and this is with 9mm filter. Choose between one of these, and of course, again, a box of matches and a pipe tool. The third price is you can choose between these two. I don't know the firm of this. This is 9mm filtered pipes. This is one of the trash can pipes. You can see this in my video about it. And the other one, this is a former GDR, non-filtered pipe, which I refurbished and I rusticated it myself. It's a very nice pipe. It's a Canadian, You would say it's a Canadian and squared bowl. So, you can choose between these two and one Navy Flake, one box of matches, and one pipe tool. So, these are the three prices. Das sei jetzt wahrscheinlich auf Deutsch, ne? Ich denke, die meisten von euch haben euch verstanden, ne? Für die Leute, die ohne Filter bevorzugen, der erste Preis entweder diese, wer lieber mit Filter rauchen will, diese. Ja? Die habe ich selber rustiziert. Ja. Das ist eine Capo-Pfeife, da habe ich ein Acrylmundstück dran gesetzt. Die Filterkammer musste ich ein bisschen weiter aufbohren, das geht ganz wunderbar. Ich habe die gerne geraucht. Ja.
Also, eine von den beiden ist es. Und dann entweder Samuel Gareth, Perfection, The Turkey Flake, oder Navy Flake, McBaren. Je nachdem, was man lieber hat. So kann man es besser sehen. So. Ja. Und dazu ein Schachtel Pfeifenstreichhölzer und einen Tschechen. Ja? Genau, also, ich fasse zusammen, entweder einer von den beiden plus eins von den beiden. Hoppala, ja, so jetzt, ne? Eins von den beiden. Und da kommt ein Tschechen zu und eine Schachtel Streichhölzer. Ja? Das wäre der erste Preis. Der zweite Preis, 50 Gramm Dose Special Tapio Flake von Germain's. Ne? Und dann eine von diesen Pfeifen, ne? Die ist ohne Filter, die ist mit. Das ist eine Gregor Janssen. Ne? Ja. Eine von den Müllpfeifen ist das. Ne? Auch da wieder ein Schachtel Streichhölzer dabei und ein Tschechen. Ne? Das ist der zweite Preis. Der dritte Preis ist diese Pfeife, eine 9mm, Strawberry, ne? Oder diese Pfeife. Die ist, glaube ich, von Hoval. Ja? Holzwerke Liebenstein, ne? Aus dem DDR. Aus der DDR ist die noch. Ne? Die ist ohne Filter, die habe ich selber rustiziert. Ne? Das ist ein ganz prima Teil. Ne? Teilweise trenne ich mich von den Dingern sehr ungern, aber das ist, ich bin auch pfeifenverrückt. Ich habe ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ne? Ich finde, man kann die wunderbar nehmen dafür. Ne? Also die funktionieren alle. Die funktionieren alle. Ne? Also entweder die beiden, entweder eine von diesen beiden. Ne? Dazu kommt ein Navy Flake und Pfeifenstreichhölzer und ein Tschechen. Das wäre der dritte Preis. Now I switch over to English again. What will you have to do? The first thing is you've got to be sub to this channel. You've got to be sub to my channel. You know? To have a valid entry into this contest. Secondly, you've got to answer to 10 questions. And I want to have a short video about it. Huh? A short video about the following 10 questions. I think, Jay, you if you're watching, in a way you recognize this. I have to admit, I copied this idea, but it's a wonderful idea. Why not copy a wonderful idea? So, I will tell you these questions in German and English. So, jetzt sagt es mir eben auf Deutsch. Ne? Was müsst ihr für diesen Wettbewerb tun, um daran teilzunehmen? Erstens müsste man Kanal abonnieren. Ne? Klar, der muss abonniert sein. Zweitens müsst ihr ein Video machen, in dem ihr folgende Fragen kurz beantwortet. Das muss nicht länger als 5 Minuten sein, dieses Video. Ne? Das geht. Und zwar, die erste Frage, die Entfernung zu eurem nächsten Tabakfachgeschäft. Ne? First question is, what is the what is the distance to your nearest local tobacco dealer? How far is this away from your place? Zweitens, die Entfernung zum nächsten Pub, in dem man rauchen darf, also zur nächsten Kneipe, in der man rauchen darf. Das würde mich interessieren. Ne? Wie weit müsst ihr gehen oder fahren, um in eine Kneipe zu kommen, in der ihr Pfeife rauchen dürft? How far away is the nearest pub in which you can go where you can smoke a pipe? Hmm? This is what I would like to know. Hmm? Have you got to go? Have you got to drive even? I don't know. Hmm? So, the third question, again in German. Ich hätte gerne eure lustigste Pfeifengeschichte. Die netteste Pfeifengeschichte, die ihr gerne erzählen wollt. Hmm? I would like to hear your funniest pipe story. That's the third question. Short. Just a nice pipe story. Hm? Vierte Frage. Die schlimmste Pfeifengeschichte. What is your worst pipe story? Ja, your worst adventure with a pipe. Hm? So,
Fünftens, woran denkst du bei oder was assoziierst du mit dem Pfeife rauchen? Ne? Was ist dir wichtig? Was geht hier hinten durch den Kopf sozusagen, wenn du eine Pfeife rauchst? Ne? Fällt es dir dann leichter nachzudenken? Fällt es dir womöglich leichter zu lesen, weil man dann ruhiger wird? Wie auch immer. Ne? So, the fifth question is, what do you think while or what do you associate with pipe smoking? No? Do you become calmer? Or maybe even you can concentrate better? Or maybe you just enjoy? Well, I don't know. No? I want to hear that. That's interesting to me. No? Sechste Frage. Seit wann ist in deinem Land das Rauchen in öffentlichen Amtsgebäuden dergleichen verboten? Wie denkst du darüber? Das würde mich interessieren. Hm? Seit wann ist in dem Land, in dem du lebst, das Rauchen in öffentlichen Gebäuden und dergleichen mehr verboten? Und wie denkst du darüber? Right? In English? Since when is in your country smoking prohibited in public areas, in rooms and persons? How do you think about that? What do you think about that? How do you evaluate that? I want to know that. Because this is an international smokers problem. Hmm? So, die siebte Frage. Was trinkst du zum Pfeiferauchen? What do you drink if you smoke a pipe? Seventh question. Huh? What do you drink while you smoke a pipe? Huh? Achte Frage. Was tust du am liebsten während des Pfeiferauchens? Eighth question. What do you like the most? What do you like to do the most while you smoke a pipe? Hmm? Read, listen to music. I don't know, whatever. There are some people who like to drive a car overland or the countryside. Hmm? Right, ninth question. Which pipe is your favorite pipe and why? Hmm? Welche Pfeife ist eure Lieblingspfeife und warum? Das ist die neunte Frage. Hmm? Die zehnte Frage. Was kostet in deinem Land eine 50 Gramm Dose Tabak im Durchschnitt? Hmm? The 10th question is, what is a 50 Gramm tin of tobacco cost in your country? Average. Roundabout. Hmm? Right. The contest will last till the 31st of January. And then I will choose a winner, three winners. Yeah? And you know about the packages, and you know what it's about. Please, a short video with the answer of these questions. Yeah? The contest starts, yeah, actually, from now on. Yeah? Okay. I'm looking forward to your videos. Yeah? Right. Bye. Have a nice time, have a nice and comfortable huge leap over to the new year 2015. So, ihr Lieben, das war's. Der Wettbewerb geht bis zum 31. Januar. Ne? Bis dahin müssen die Entries, also die Teilnahmevideos erscheinen. Ne? Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Ne? Da sind schon ein paar interessante Fragen bei, die man auch interessant beantworten kann. Aber macht es wirklich, macht es nicht zu lang. Macht es auch nicht zu kompliziert. Macht es kurz. Ja? Okay, alles klar. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich verbleibe auf eurer Seite, der Silberfuchs. Right, we're gonna meet again next year for the conscious drawing. I wish you a happy time till then. Thank you for watching and all yours, the Silver Fox.